So. Endlich, ey. Und ich bin nicht Mitte. Ah, alles klar. Can I go mit? Please. Pretty please. Kinda need to win this one. Okay, was soll das jetzt heißen? Ja, fuck it. Ich spiel mal trotzdem Twitch. Gott, warum hab ich mir diesen Chroma geholt? Der Originale sieht actually fucking besser aus. Ah, ich habe aber ein schlechtes Gefühl bei der Runde. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl. Mann, vielleicht ist es auch einfach, weil es heute schon so früh dunkel geworden ist, aber diese... Manche Tage sind einfach fucking depressing, I don't know. Und dann spiele ich auch noch fucking Solo-Queue noch dazu. Well, maybe steuere ich auch einfach dazu bei, dass es mir schlecht geht, I don't know. So, eine Info für allejenigen, die jemals mit Solo-Queue anfangen sollten oder schon angefangen haben. Wenn ihr Leute habt, die viel texten, wisst ihr, dass die Shit sind. Leider immer so. Ich wünschte, es gäbe Ausnahmen, aber nein. Ich habe zu viel Red IRL in den letzten Tagen geschaut. Ich habe einfach so viel Bock auf Twitch wiederbekommen. Aber ich mag den Skin noch extrem. Es ist ein riesiger Motivator immer für mich, wenn ich das Thumbnail, Splashout von dem Skin sehe, einfach Twitch nochmal zu starten. Halt zu gamen. Some days. Ich habe es aber oft so, wenn ich einen guten Tag habe, weiß ich direkt, dass, also wenn ich einen richtig, richtig guten Tag habe, wo ich mich richtig gut fühle, habe ich irgendwie so Tage, die dann danach wieder richtig hart Ball zocken. Richtig hart. Das sind irgendwie so High und Downs, die ich immer habe, I don't know. Vor allem in den Ferien trifft das dazu. Au. Das Ding ist halt aber auch, in den Ferien mache ich nichts mit anderen Leuten, sondern chill meistens nur zu Hause oder, ja, das war's eigentlich. Ich unternehme nichts. Das Einzige, was ich mache, ist einkaufen gehen. Und ja. Ab und zu gehe ich mal spazieren. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich mache. Aber halt, alleine weniger sozialen Kontakt mit anderen zu haben, ist halt shit. Ich finde, die besten Gaming-Sessions hat man, wenn man davor richtig, richtig gut gearbeitet hat. Halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt von einem 10-Stunden-Tag in der Schule nach Hause komme und vielleicht nur 2 Runden vorne oder so spielen noch kann am Abend, sind diese 2 Runden so viel besser als 10 Runden an einem Tag, wo ich nur zocken kann und wo ich nichts zu tun habe, I don't know. Oh shit. Wait, aber die ist dead. Die muss dead sein. Nice. Okay, wir können da noch weitermachen. Hallo? Hallo? Bitte? Okay, schade. Ich spiele extra First Strike Twitch mit Full AP, damit ich einfach die Map dominieren kann. Maybe ist das eine Strat, die im Solo-Queue auch ganz gut funktioniert. Vor allem in der Elo, wo ich gerade bin, reagieren die meisten Leute nicht auf solche Roams. Das war zumindest der Plan. Außerdem habe ich Bock auf Twitch. Also so laber ich einfach irgendwas, um es nicht nach Troll wirken zu lassen. So, boom, boom. So, wir reconnecten hier. Back into more League of Legends action. Ich habe auch kein einziges der Games angespielt, die ich rein theoretisch noch on-stream spielen möchte. Ich habe noch immer Devil May Cry noch nicht mal angefangen. Das können wir eigentlich auch mal machen. Aber das Ding ist, jetzt haben wir halt We Were Here 2, was wir jetzt mit Jeremy noch spielen und ich weiß nicht. Ja, ich komme. Die reagieren halt absolut null drauf, seht ihr? Können wir bitte irgendwas machen hier, Guys? Dann nimm die Nami. Dann nimm einfach die Nami. Bitte nimm doch einfach die Nami. Oh Gott. Okay, wow, ich hab den Kill sogar. Let's go. Zweiter Kill für mich. Let's go. Nein. Geh von mir weg. Schnell. Renn. Der Broken Champion ist da.
Warum ist der Seraphis jetzt da? What? Okay. Wait. Oh mein Gott, die Vex ist shit. Mein Gott, das hätte sie niemals gewinnen dürfen. Oh, wait. Yeah, boy. Ernsthaft. Okay. Ich hab so viel mehr Spaß in dem Game, einfach ein Idiot zu sein, als einfach das Game selbst zu spielen. Liebe Sneaky Sneaky. Bomben. Ernsthaft. Ja, okay, wow. Ich komm nicht mal in sie. Mann. Oh, what? Wie kannst du das bitte verzögern? The fuck? Dachte, sie kommen dann aber nicht mehr. Ist unfassbar, wie die auf alles nicht reagieren. Oh, jetzt reagiert sie. Ich muss ja nicht molten. Nice. Actually, normalerweise wird man auf AP Twitch die W oder die E als halt leveln anstatt die Ult, weil du das AD, die extra AD nicht brauchst und die Cooldown nicht so wichtig ist. Right under their noses. Ja, sick. Sick. Und er geht weg. Bro, ich hätte einmal die Wave nehmen können, what the fuck. Actually verkackt aber gerade jeder bis auf mich und Val. Mein Zeraph steht gut, aber das ist. Er ist halt ein Support noch, so. Nein. Mein Gott, was ein balancer Champion. Aber sie hat Ludens, ne? Darf sie schon machen. Oi. Oi. Ja, okay. Wait. Boom. Boom. Ich hab sie. Egal, ich hab sie. Ich hab das Biest. Sie steht 1-3. Moment. Actually, der Slow von meiner W geht auch extrem krass nach oben. Ich krieg eine 90% Slow am Ende, wenn ich genug AP hab. Das ist der Slow mit... Ey, ich liebe sowas. Das Stunts oder Slows mit... Also die Duration oder die... die Stärke vom Slow actually mit etwas Scale, das ist so fucking geil. Ich liebe das. Das müssen sie actually öfter ins Game machen. Okay. Ja. Nice. Not bad. Unser Baum muss halt aufhören. Oh oh. Ich bin dead. Wait, ich habe aus Versehen Nord attacked. Wait. Oh mein Gott! Wait! Huh? Okay. Das war cool. Ich fühle mich ein bisschen unsafe hier. Guys, ich fühle mich ein bisschen unsafe. Ein bisschen unsafe nur. Ein bisschen unsafe. Oh mein Gott, wieder gestoht wird, Junge. Bumm. Okay, nein, hör auf. Mein Gott. Guys, ich habe nichts mehr ready. Gefühlt. Okay, das habe ich aber. Ja. Yes. Nein, ist okay. Ist okay. Bumm. Hat der Zeraph. Bitte. Hab ich. Ich hab's. Ich bin der Beste. Ja, das ist aber immer so, wenn ich AP Twitch spiele irgendwie. Es sind immer weirde fucking Games. FFs? Yes. Er tiltet. Geh doch einfach für den Drake, guys. Drake ist doch so viel wichtiger. What? Look. Ihr wurdet gefühlt. Nein. Gebt ihn doch nicht ab. Ich bin gleich da, Jungs. Ich bin gleich da. Okay. Easy Smite. Halleluja. Mother sweet Jesus. Ja. Wait. Achtung. Und. Boom. Bam. Der beste fucking Twitch-Spieler überhaupt. Nennt mich Gott. Look at this. Oh. Beautiful. Oh je, yeah, Alter.
Jungle Mantle. Du hast mir eine Crab gestealt. Wir sind jetzt Feinde. Feinde im gleichen Team. Oh. Oh. Yes! This is exactly what I need. Ich habe ein ganzes Rabadons. Ich habe ein ganzes Rabadons. Yes! Und ja, ich habe da gerade eben absichtlich nicht auf die fucking Map geschaut, weil die haben die sowieso. Jawohl. Kuckuck, hallo. Ah, du denkst, du bist safe unterm Tower. Well, not today. Auch zwei Wards werden euch nicht saven. Oh ja, 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 fightet das, das ist gut. Bum, 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 bum. So muss es. Bum, 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 bum. Ich bin der beste AP-Twitch-Spieler überhaupt. Mein Gott, ey, das fühlt sich aber auch so satisfying an. Weißt du, sie denken einfach, sie sind fein, dann hast du 5 Stacks auf ihn und du machst einen Button. Einen mächtigen fucking Button. Genau so. Oh. Nice. Ich kann ja nicht wirklich viel helfen. Ich würde aber nur gerne hier jemanden abwarten, wenn es geht. Oh. Ja, ja, ich weiß. Killt einmal lieber die hier, wie wär's damit? Boom. Ich mach keinen Damage, bis ich gleich meine E hab, guys. Danke. Ja, und jetzt mach den einfach. Hallo, jetzt ist doch die perfekte Möglichkeit. Gelegenheit, was auch immer. Mach den. Mach den. Wer wächst? Wer? Und jetzt, die darf sich nicht mehr bewegen. Bumm. Okay, ich hätte früher E drücken können, actually. Egal. Mein Gott, ey. Ich habe wieder so viel fucking Gold. Bam. Bam. Und... ich weiß nicht, was ich noch gehen soll, actually. Hier, den hier, genau. Da kann ich nicht mehr von Vex one-shotted werden, beziehungsweise ich kann nicht so gut gecatcht werden. Oh ja, und Vex und Shyvana machen mir beide weniger Damage. Let's see what I can do. Hallo. Okay. Ich muss nochmal positionen. Uff. Was geht, Ryzen? Hallo. Oh. Oha? Nevermind, die Kaiser hat meinen Back. Die Kaiser hat einfach meinen Back. Let's go. Und meine ganzen Major-Stacks sind gefühlt wieder alle da. Let's go. Ja, vielleicht kommen wir früher Platin zurück, als ich gedacht habe. Mal schauen.